Und willkommen auch zurück. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie ich diese komische Platte machen kann. Ich kann sie gar nicht machen. In dieser Version, in der 1.5.2 Project Red Version, kann ich dieses Ding nicht craften. Also musste ich mir das cheaten. Tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. Ich habe das Rezept nachgeguckt. Es ging mit diesen komischen Diamant-Panels. Hab's ausprobiert. Hab mir so eine Diamant-Zor gemacht. Beziehungsweise hab's dann kreativ mir rumgeholt. Und dann geguckt, ob ich es craften kann. Es funktioniert irgendwie einwandfrei nicht. Deswegen tut mir das leid, ich habe das dann gecheatet und dann habe ich diese Copper-Coil gemacht, die ich halt mit Kupfer, können wir mal hier machen im Inventar, Kupfer und dieser Dwarplate mache. Das heißt, wenn die jetzt verbraucht wird, müsste ich mir eine neue ercheaten. Das wäre natürlich blöd, aber ich kann nichts dagegen tun. Tut mir sehr leid. So. Zwei. Ja, das ist natürlich schade dann so, aber wie gesagt, kann man nichts ändern. So, wo war ich jetzt? Ah ja, war bei dem Timer stehen geblieben, dass wir halt gleich die Anlage am Laufen haben. Da, der Pointer. Dip, 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 dip. Jetzt brauchen wir drei davon und zwei davon. Okay. Haben wir bestimmt noch, sonst muss ich jetzt so ein Netz in der Mitte reinlegen. Einen habe ich davon, das heißt, ich brauche nur noch zwei davon. Und von den Dreifachen brauche ich auch noch welche. Okay. Das ist ja nicht so schlimm. Mach mal so. Dann haben wir das auch. Dann war das, glaube ich, so. 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 Und Pointer und oben. So, dann haben wir den Timer, genau. Wie gesagt, das Item behalte ich und wenn es verbraucht ist oder kaputt geht, hole ich mir ein neues. Also. Das habe ich versucht irgendwie zu craften, geht gar nichts. Nothing ist da zu machen. Und das wundert mich auch, dass der verbraucht wird, weil damals in der Elorams-Version war das leider nicht so. Aber nun ja, können wir nichts dran ändern. Und ich brauche noch ein paar Bundle Cable, weil ich habe immer noch nicht alle fertig. Und wie ich sehe, brauche ich auch bald schon wieder von diesem Zeug hier was. Dann nehme ich wieder noch ein bisschen Eisen, schmeiße ich. Ich bin nur am Zusammencraften, hinterherlaufen von Items. Weil ich das ganze Verdrahten hier noch nicht fertig gemacht habe. Das ganze zusammenstellen, dass alles automatisch laufen würde. Aber nö, komme ich wieder nicht hinterher. Bin ja wieder ein fauler Mensch. Denn ich sitze auch gerade nebenbei an den Bienen. Damit die fertig werden. Aber mit 5 komme ich nicht aus, sehe ich jetzt schon. Schauen wir mal gerade, wie weit die ist. Hier laufen über Schmetterlinge rum. Hier sind auch Bäume. Da können wir gleich noch im Nachhinein noch ein paar machen. Die ist gleich fertig. Weil die Arbeitssammel, die habe ich jetzt fertig gemacht. Die habe ich jetzt hier reingeschmissen und läuft. Einwandfrei. Und jetzt kommt nur noch die hier, die jetzt auch einen Moment dauert. Dann ist es auch soweit fertig. Wir können aber, wenn wir so lange hier rumtrödeln, ein paar von, weiß nicht, ob wir Kirsch irgendwie was noch haben hier. Kirsche da. Nee, da kommt Leim raus. So, vielleicht noch irgendwas hier finden, was noch auf Common Walnut schließt. Vielleicht hier oben. Ne, Marble. Na, den hat er. Na, der hat er dann. Ist er neben einer, ne? Ja, hat er daneben irgendwo hergeholt. Okay. Bei den Dingern geht das dann wohl weg. Alles klar. Da muss man noch genauer hingucken, wo das jetzt weg ist. Da können wir das Ding versuchen abzubauen. Jungle Wood Sapling, ne. Nö. Sugar Marble auch nicht. Pulver, ja, die zieht sich natürlich überall her. Das heißt, wir haben wieder eine super Chance, ein paar Bäume rauszubekommen. Jungle. Lime. Pulbein. So was Wahres ist hier noch gar nicht bei. Ich guck gerade nochmal, ob die jetzt irgendwie was hier schon. Aber scheint auch nicht so zu sein. Nee, aber hier ist wieder was. Blub, blub, blub. Ah, die lassen wir erstmal. Die schmeißen wir jetzt auch alle weg. Hier brauche ich nämlich gar nichts von. Ne. Den Rest habe ich ja stackweise rumfliegen. Weil die Schmetterlinge helfen nämlich auch anscheinend ein bisschen viel mit. So. Dann kann das hier weg. Die kommen nachher bei mir ins System rein. Weil ich warte ja, wie gesagt, auf die Biene hier. Ja, da ist Noble. Jetzt
Jetzt müssen wir noch mal hier. Na, das ist natürlich jetzt super. Ich muss jetzt halt irgendwas drüber ziehen, damit ich eine höhere Biene bekomme. Da ist die Kaiserliche mit drinne. Da ist die Noble. Da ist die Noble. Und hier ist die Noble drin. Das heißt, ich werde noch mal eine. Was habe ich denn jetzt so rübergezogen gehabt? Nobel Kaiserliche. Das wird wohl sein, dass ich jetzt noch mal die hier drüber werfe und eine. Ja, eine von denen hier. Denn ich brauche noch einen Recycler, damit ich die Bienen loswerde. Hier staut sich das auch mittlerweile in den Kisten alles an. Ist auch nicht schlimm. Honig brauche ich auch noch. Das heißt, die Schleuderei fertig machen. Die werde ich sozusagen fertigstellen. Beziehungsweise das können wir ein bisschen zusammenköpfen in den nächsten Folgen. Und dann stelle ich das zusammen, weil wie viel habe ich denn noch hier drin? Ja, nur noch eine Zentrifuge. Ich weiß gar nicht, wo die andere ist. Ob eine andere hatte, weiß ich gar nicht. So. Ach ja. Ich brauche da ja wieder noch Kabel. Oh, ich kriege hier einen Anfall. Haben wir denn noch Fäden? Fäden habe ich auf jeden Fall genug gehabt, ja. Weiß jetzt nicht, wie viel ich noch brauche. Ich mache erstmal zwei, drei Stück. Hab ja noch welche hier, finde. So. Jetzt bin ich am Überlegen, muss ich das Signal nicht umsetzen? Das heißt, dass der Ausgang anders wird? Ja. Kann ich das denn hier ändern? Das ist natürlich jetzt blöd. Das heißt, ich muss das Signal noch ändern. Weil das soll ja nur angehen, wenn ich da oben ansage. Es kann natürlich passiert sein, dass er schon mal irgendwas draufgesäppt hat. Da oben in dem Mist. Redstone Fackel. Und irgendwie ein Block hier, diesen komischen Stein, den ich hier benutze, da, diese Ziegelsteine. Jetzt schaue ich mal, wenn ich jetzt das so mache, das so und das so, dann hält er an, ne? Ja. Das ist gut. Jetzt schauen wir mal eben oben rein. Der hat da bestimmt schon Mist gebaut, weil das, glaube ich, schon angeschlossen ist. Da kann er schon Gemist gemacht haben, oder? Hier hat er noch keinen Mist getan. Nee, kann er ja auch nicht, denn ist mir jetzt gerade eingefallen, die Endgates brauchen ja noch das andere Signal. Genau. So, nochmal so vorsichtshalber. Ah, jetzt fehlen hier wieder welche. Jetzt fehlt mir ein verschissenes Kabel. Das ist doch nicht wahr. Ist nicht wahr, ist doch ungelogen hier. So. Der tickert jetzt hier, das ist natürlich nicht gut. So, schalt ab. Dann kommt hier. So, ich will hoffen, dass das jetzt so funktioniert. Sonst wäre das ja auch nur noch so zu machen, dass ich hier ein Panel zwischenziehe. Schauen wir gleich mal. Sollte so hoffentlich funktionieren. Ein Kabel brauche ich noch davon. Ein Bundle Cabled. Naja, die Bienen werde ich züchten, wie gesagt. Ich schmeiße sie da rein und dann ist das auch erstmal fertig. Dankeschön. Ein Bundle Cabled. Und wenn das halt nicht alles funktioniert, beziehungsweise funktionieren würde, hätte ich auch gar keinen Spaß daran. Söderle, 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 Söderle. Ist auch mein Mikro da? Ja. Ja, ich habe im Headset um, also mit Mikro. Das Vision weiß ich das nicht. Ich sehe das kaum, das ist schwatt. Ist immer dunkel. Nur diese Killerkinder hier. So, und dann habe ich brauche ich 4 Sekunden. Das weiß ich schon auswendig. So, wenn ich das jetzt da oben einschalte. Blub, 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 blub. Ich könnte auch den ganzen PC hätte ich auch runtersetzen können, aber ach, warum? Ich muss jetzt einmal nur nachschauen, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist das super. Timer. Timer an. Wenn er jetzt läuft, wäre es natürlich super. Dann bräuchte er nicht mehr viel rumstricken.
Lauf, 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 lauf. Er läuft nicht. Gut. Das heißt, ich brauche Panels. Dann brauche ich irgendwie Panels, damit ich halt das dazwischen legen kann. Weiß gar nicht, wo ich die Säge. Ob ich habe irgendwie. Also Slabs habe ich hier, diese Eichen-Slabs, aber wo habe ich denn die Säge dafür? Da ist er, die. Die Handsaw. Düb. Die kann ich doch eigentlich auch hier zusammen craften. Panels. Ne, da brauchen wir Cover Strips. Genau, machen wir hier ein paar welche von. Dankeschön. So. Dann versuchen wir mal mein Glück so. Lauf, 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 VS. Soll ja funktionieren. Habe ich den jetzt angelassen? Ja, ne? Genau, an ist er noch. Super. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Kabel langlege, den dann. Ach, funktioniert das jetzt mit denen hier nicht oder wie ist das? Oh, jetzt brauchst du wieder die olle Kettensäge hier. Brauche ich jetzt die anderen ernsthaft? Ernsthaft? Die anderen? Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir uns die andere Handsäge machen. Was natürlich irgendwie Schwachsinn ist. Einmal die Handsäge dafür vom anderen Mod und dann hast du die und dann heißen sie sowieso gleich. Und das ist doch wieder Schwachsinn und drei, was sie hier produzieren. So, machen wir hier einen Block raus. Dankeschön. Ah, dann brauchen wir hier die andere Säge. Säge. Nein. Oder ist die Handsaw? Handsaw. Nee. Oder einfach nur Saw, da ist er doch. Cube Saw. Zwei Sticks. Wird die denn genauso kräften? Nee, die wird anders. Zwei Sticks, zwei Eisen. Und zwei Diamonds. Weil die gibt es ja in den anderen Versionen wieder mit Rubin und etc. Und das finde ich natürlich auch wieder geil, dass das halt dem Mod wieder super angepasst wird hier. Aber leider kann ich nicht aktualisieren, denn ich kriege die Map von der 152 hier nicht auf die 164. Das heißt, ich kann erstmal nicht updaten. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da muss ich mich nicht ganz richtig schlau machen. Aber das dauert auch wieder seine Zeit. Das kann ich jetzt hier, oder was? Wenn das jetzt gerade bei dem anderen funktioniert, kriege ich aber einen Rappel hier. Reicht Rappel! Bitte schnitzen Sie das passende Werkzeug für die Aussparung. Willst du mich verarschen hier? Willst du mich verarschen? Vielleicht muss ich welche von den anderen Wires machen. Hätte ich mal ersatzweise welche machen müssen und nicht tausend von diesen grünen. Da habe ich mich auch voll vermessen. Da habe ich ja mich sozusagen in den Arsch gebissen. 1, 2, 3, 4. Ja, 4. Das geht ja relativ schnell mit dem Ofen hier. Ja, jetzt brennt natürlich Ofen nach, weil ich wieder zu viel Kohle dafür verbraucht habe. Aber wen stört's gerade? Holzkohle habe ich eigentlich sozusagen genug. So. Machen wir das mal schnell fertig hier. Dip, 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 dip. Dankeschön. So, wenn das jetzt funktioniert, wäre es nochmal richtig super. Wäre es richtig nice. Ah, jetzt funktioniert's. Genau, jetzt geht der Timer. Jetzt schalte ich mal den Timer aus. Ich muss auf die Uhr achten, dass ich nicht die Folge überziehe und ich nachher wieder keinen Platz auf der Festplatte habe. Hatte ich schon mal. Dass mir meine Folge ja mittendrin abgebrochen. Unter anderem eigentlich bei jedem Video. Wenn ich nicht aufgucke, wie viel auf der Festplatte ist, dann passiert das natürlich wie immer. So. Steuerung aus. Jetzt gehe ich mal hier lang. Steuerung ist aus. Jetzt probieren wir einen Testlauf mit Aluminium.
Ist ja Aluminium drin, ne? Ah, so eine pinke Plüre. Ja, Aluminium. So, wir schalten den Timer ein. Und sagen Aluminiumbecken auch an. Und was macht er jetzt? Okay, er verliert auf jeden Fall, wie ich sehe, Ingots. Das heißt, jetzt muss ich hier gucken, da ist es. Ja, es läuft rein. Es läuft jetzt alle 4 Sekunden einmal rein. Das ist auf jeden Fall super. Da können wir das Signal eigentlich hier noch erhöhen, oder? Dass er ein bisschen länger läuft. Ja. Das machen wir bei allen mal. So, jetzt passt nichts rein. Jetzt ist der weg hier und jetzt haben wir gleich oben einen Aluminium-Block drin. Den ich für später für die zweite Smelte brauche, wenn ich halt Eisenplatten oder sowas, beziehungsweise die Gussplatten herstellen will. Die kommt ja dahin. An der Stelle, da wird ja mein Werkzeug hergestellt oder so, was ich dafür gern benötige. Ja, die kann ich jetzt sozusagen laufen lassen und habe meine Ruhe. Und wenn es leer ist, wenn ich gucke, oh, ist leer, dann schalte ich oben beides ab und Ruhe ist dann. Und jetzt haben wir, jetzt ist, wo ist er? Da, Aluminiumblock. Und guck, der ist jetzt nämlich weiß. Kann ich auch so ein Usable for Beacon Basis. Könnte ich das auch benutzen. Das ist natürlich jetzt eine geile Sache. Muss ich sagen, eine geile, geile Sache. Dass das hier läuft. Kabel hier rein. Obwohl die war ja als erstes rein müssen. Hier noch das hier. Dann können wir die Handsaw hier reinpacken. Und dann haben wir da schon mal Ruhe. Das Screwdrive kann auch hier mit rein. Die Kettensäge brauche ich nicht. Die wollen blöden Kirschen hier. Die können auch weggeschmissen werden. Beziehungsweise komm hier rein. Das ist natürlich geil. Jetzt da unten kann es laufen, wie ich lustig bin. Schau mal fix eben noch bei der Biene vorbei, ob sie denn jetzt schon wieder mutiert ist. Guten Tag, da ist er doch. So, welche von euch beiden ist es? Du bist es auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Und da muss ich aufpassen, wie viel Honig ich noch habe. Zwei, die letzten zwei Tropfen. Noble, noble. Noble, kaiserliche. Ja, muss ich riskieren damit, ne? Weil jetzt riskiere ich, dass sie wieder zurückgesetzt werden kann, die Biene, und ich wieder neu züchten muss. Das ist aber egal. Das heißt, wenn ich die beiden jetzt fertig habe, danach kommt die Industriale nochmal, wäre ich eigentlich so weit, dass ich schon mal die großen Bienending machen kann, aber das dauert jetzt erst einen Moment, bis sie komplett reingezüchtet sind, etc. etc. Und in der Zeit habe ich genug wieder aufgebaut, hier genug freie Fläche erschaffen, unten ein bisschen ausgehöhlt, hier ein bisschen freie Fläche geschaffen, vielleicht das Dorf schon weggemacht, wenn ich dazu die Zeit finde und die Lust. Ja, und dann kann ich das hier machen. Die Bäume können in der Zeit hier wachsen. Unten kann die Smeltery laufen. Ich schmeiße hier an den Erze rein. Und dann hätten wir es eigentlich dann. Können wir eigentlich den nächsten technischen Kram anfangen. Und zwar hier die gute Farm. Die gute Farm muss da fertig gemacht werden. Und die anderen Farmen. Und ich muss Energie auf jeden Fall. Kräftig Energie erzeugen. Das sage ich euch. Energie muss ich ja machen. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis dahin, euer Flash und LP und tschüss.